Ja, hi, hier ist der Dietmar vom Selbstversorgerkanal Alter Pfad. Heute geht es um die Durchsicht der Bienen. Wir haben heute die erste Durchsicht gemacht, meine Frau und ich, um zu gucken, ob die noch genug Futter haben. Wir hatten jetzt im Februar, in den vergangenen Tagen, fast plus 20 Grad und haben gedacht, das können wir jetzt machen. Ich hoffe, ihr seht was in diesen Videos. Ich wünsche euch viel Spaß. Hier sind wir bei der Futterkontrolle. Als erstes schaue ich unseren Einzahler durch. Ich nehme die Folie ab, natürlich. Die Damen kriegen Rauch. Ich finde das bei dem Wetter, obwohl es sehr warm ist, überhaupt nicht schön, gestört zu werden. Ich nehme auch nicht den Bienensitz auseinander. Ich habe wirklich nur geguckt, ob genug Futter da ist. Für alles andere ist mir das dieses Jahr noch zu früh gewesen. Also ich möchte die Bienen nicht stören. Aber ich war schon begeistert, weil ich weiß, dass dieser Einzahler 4 Kilo hat an Futter noch. Und das dürfte für dieses Jahr reichen, bis es mit der Tracht losgeht. So, das ist der zweite Einzager. Das war das erste leere Rähmchen und von da sieht man schon, dass da helle Waben gewesen sind, beziehungsweise verdeckelte Waben. Da war also Futter drin. Die haben noch mehr Futter gehabt als der Einzager, der dort in der Mitte steht. Jetzt kommen wir zum Zweizager. Das ist unser erstes Volk. Auch da Folie runter, Rauch geben. Entschuldigt, dass ich den Smoker da so doof hingestellt habe. Ich bin es halt noch nicht gewohnt, ständig Videos zu machen. Ich habe meiner Frau eine Wabe in die Hand gegeben, wo viel Futter drin war, weil ich das ganze Futter zusammengehangen habe und habe nur die leeren Rähmchen an den Außenseiten hingehangen. Folie wieder drauf. Deckel wieder drauf. Also ich muss sagen, die Zweizager haben so viel Futter, dass ich da bestimmt das ein oder andere Futterrähmchen wegnehmen kann, um die Ableger, die dieses Jahr kommen, erstmal damit zu füttern. Wie gesagt, es geht hier nur um die Futterkontrolle im Februar, nicht um Brutkontrolle. Deswegen haben wir bei den Zweizagern auch nur wirklich die obere Zage kontrolliert. Wenn da schon genug Futter drin ist, brauche ich die untere Zage nicht mehr aufmachen. So, da oben sind so komische Käfer drauf, die müssen erstmal runter. Und dann geht das schon weiter. Deckel runter, natürlich. Folie leicht anlupfen. Den Bienen Rauch geben, damit sie einen nicht angreifen. Ich bin dieses Jahr schon von Bienen gestochen worden, ich weiß, wovon ich rede, tut weh. So, die ersten beiden Rähmchen waren leer. Das hat man auch sofort gesehen. Die brauchte ich nicht hochheben. Jetzt kann man gucken, da hat man in der Mitte das Helle gesehen. Die verdeckelten Zellen da auch. Da vorne sieht man das deutlich. Da ist noch Futter drin. Also alles, was so verdeckelt ist, heißt Futter. Da, das Rähmchen war auch auf beiden Seiten voll. Also ich schätze mal, auch wenn ich es jetzt nicht mehr im Kopf habe, also die Zweizager haben bestimmt noch 10 Kilo Futter. Das dürfte für dieses Jahr wohl reichen. Das hoffe ich doch mal. Das Rähmchen war so schwer, das hatte bestimmt 2,5 Kilo. Das letzte, was man gesehen hat, was ich gezogen habe. Ich brauche die auch nur anlupfen. Wenn die schwer genug sind, warum soll ich die Bienen weiter stören? Das wäre ja Quatsch. Also die 5 Völker, die da stehen, die 3 Zweizager und die 2 Einzager, das hat insgesamt 20 Minuten gedauert. Ich habe das ein bisschen zusammengeschnitten, weil es ist immer das Gleiche. Ja, da kommen die Bänder wieder zu. So, das war die erste Durchsicht im Jahr 2021. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch
abonniert meinen Kanal, dann werdet ihr nichts mehr verpassen. Und dann sehen wir uns irgendwann wieder. Tschüss, sagt euer Dietmar vom Selbstversorgerkanal Alter Pfad.